Platz immer so schön. Ja, das ist extrem passiv. Oh, was haben wir denn hier? Typhon Lock. Sehr schön. Easy. Das ist das Schiff, oder? Nee. Na, eure. Ein Teil vielleicht davon. Oh Gott. Und was dann passierte, werde ich nicht aufzeichnen. Ja, das ist auch besser so. Oh mein Gott. Ist okay. Mann. Hier gibt's eine Kiste, ne? Boah, wie viel ist da denn drauf? Hallo? Da ist auch noch eine Kiste. Hä? Ich kann die Kiste benutzen, obwohl die noch voll ist. Siehst du das? 7? Nee. Die ist bei mir voller Kristalle, aber ich komme da nicht an die Waffen dran. Ah, hier. Nee. Wir hatten hier gar nichts. Ja, ich habe die Kristalle zwar abgeschlagen, aber die sind nicht weg. Also, ich habe Iridium bekommen und alles, aber die sind nicht weggegangen. Interessant. 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 Aha, was gibt's hier? Raketen. Locketten. Irgendwas gibt's da hier unten. Gelegenheits... War hier Gelegenheitstier? War, tatsächlich. Da war nichts mehr. Überhaupt nichts. Ja, gut doch. Ha. Das muss ein Wesen sein, soll. Guck, wie viel nutzlos ist das denn? Kommt vielleicht noch, irgendwann mal. Ich weiß das nicht. Ich kann mir gut vorstellen, wenn wir das durch haben, kann man nochmal so einen anderen Spielmodus, also Schwierigkeitsmodus. Mit Sicherheit. Dann mal wahrscheinlich mal durchspielen. Ja, wahrscheinlich. Was ist denn das? Guck mal. Oh, oh. Ein Spezialkist. Ja. Oh, nicht so tolle Sachen. Hm. Kryo-Effizienz, das kann ich mal ausprobieren höchstens. Ich habe noch keine gescheiten Artefakte mehr seit Ewigkeiten gefunden. Ich habe jetzt nur noch die drin, schon seit Level 31. Dieselben, Artefakt? Meins hat 42. Klassenmod? Ja. Ich habe meins hat Level 41. Gab halt auch bisher noch keine anderen, die gescheit werden. Warte, ich schieße ein kleines Eis. Oh mein Gott. Ich wäre auch beinahe untergegangen. Kleine Eisbomben. Was fehlt denn jetzt noch alles? Gelegenheitsziel? Also fast alles. Ich weiß nicht, wofür Kryo gut ist. Hält die Leute fest, Verlangsamung. Ja, aber ist es nur Verlangsamung oder? Ja, warum nicht? Ist es auch ein Schadensbonus gegen irgendeine Art von Gegner? Das macht auch. Aber gegen wen? Mhm. Ich probiere das mal aus. Du näherst dich einer historischen Markierung von Typhon de Leon. Dem ersten
Ich schätze mal, dass es gegen Feuer ganz gut ist. Ich suche alle Informationen, die von ihm stammen könnten. Wie fühlt sich dein letzter Atemzug? Warte mal. Okay. Hast du ja auch schon alles erkundet? Ja, da habe ich noch einen Teifenlock gefunden. Das habe ich gehört. Also, das war das. Ach, stimmt, das war das mit den Kindern, ne? Ja, zwei Kinder, ein. Ich weiß nicht, eins krank, eins, was die Fresse nicht halten kann, quasi. Das kommt mir arg bekannt vor. Aber die konnten beide nicht in die Fresse halten, weiß nicht. Ja, aber sie hat ja die ganze Zeit nur gelabert und gelabert und gelabert. Und sie, die wussten von der großen Kammer. Woher sollten die sonst wissen? Er war immer krank. Die hatten ja auch die Loks von den Hörnern. Ja, aber... Ja, ich meine, aber er hat in den Logs selbst hat er ja nichts von der großen Kammer erzählt. Er hat ja nur gesagt, er hat seinen Kindern davon erzählt. Er hat ja nicht gesagt, was das ist und so, ne? Ja, hier hinten war noch Agraus Fleckche. Oh. Da, ich sehe eine Waffenkiste. Da kommen wir dummerweise nicht hin. Oh, da, ja, mir auch, genau in dem Moment. Aber erstmal hier die Scheiße beiseite. Schick mir was Gescheites, bitte keine Pistole. Nutzlos. Komplett nutzlos. Ein Sniper mit 3 Schuss und Halbautomatik. Nicht mal vollautomatisch. Und Halbautomatik und noch nicht mal Crit-Schaden oder irgendwas drauf. Oh, vor allem noch nicht mal ein kurzes Visier, das ist ein langes. Das siehst du ja. Das siehst du ja an dem 7x7 bis 26x Zoom. Nur Schmutz auf jeden Fall. Scheißdreck ist das, vor allem grün. Bei mir ist blau, aber. Du fragst das denn? Das ist ein MG? Na gut. Nämlich. Das ist irgendwie plus 20% Crit-Schaden oder sowas, aber nein, nicht mal das. Tja. Weißt du, wie es ist? Das heißt, es fehlt, ich gucke nach, ein Lock, ein Ziel und ein Funkturm. Der Tempel ist gleich davor. Maliwan muss diese Kammer dringend wollen. Ich frage mich, ob sie wissen, dass ich das Ding schon vor Jahren geöffnet habe. Ich will aber noch mehr Dahl, deswegen muss ich das nehmen. Hey, kann ich mal... Ja, genau. Mir rennt die ganze Zeit so ein dreckiger Hund hinterher. Hallo, warum explodiert hier alles? Kann ich das nur noch einmal einsetzen? Heieiei. Hey, ich bin tot. Ich hab nichts zum Abschießen, du musst mich holen. Ich kann mich hier verstecken. Macht so einen Krach, wenn diese Granate explodiert. Da. Hallo? Lass mal wegsnipern. Bah. Pillisch. Die splattern so schön auseinander. Das gefällt mir. Was gibt es hier? Hier gibt's eine Waffenkiste. Eine eridianische Waffenkiste und Iridium. Da habe ich was für.
Schmal auf den Dreck. Oh, das sieht schon so ranzig aus, ja. Kannst schon im Aussehen von den Waffen sehen, dass sie scheiße sind. Noch bevor der, du siehst überhaupt, was für eine Qualität die haben. Oh, hier ist noch eine Waffendings. Ey, was ist denn das? Ich glaube, ich habe den Funkturm gefunden. Hier sind Boxen auf jeden Fall an. Hey. Eklig. Irgendwo da hinten ist noch einer. Geschichte. Wie kommt man denn da rein? Achso. Ja, wir können uns jetzt entscheiden, wo wir lang gehen. Ja, wir gehen erstmal hier lang, was soll's. Ja, genau, alles klar. Pass mal auf, der kriegt die Granate zu spüren. Okay, die ist daneben gegangen, scheiße. Aber jetzt. Darfst du dich bewegen? Bleib stehen. Rixer. Jetzt. Ah, der hält schon ein bisschen mehr. Alter, das leckt so hart gerade. Scheiße. Irgendwas mit Pissen und Scheißen, da hab ich nur verstanden. Kann nicht sein, dass das so krass am Lecken ist. Ich glaube, dass die Explosion einfach zu oft brocken. Na, da ist wieder ein dunkler. Hoch? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Da rennt er weg. Ich glaube, wir haben einen Gegner übersehen. Ja, der backt hier in der... Hä? Der backt hier in der Wand drin. Ich werf mal deine Granate her. Wer stirbt der dann? Keine mehr aktuell. Aber... Oh, verdammt. Alle verbraucht. Jetzt hab ich wieder einen. Ah, ich kann ihn... Ah! Ich hab ihn gehauen, er ist rausgekommen. Dieser Ranzkobold hier. Ey, das ist eine originale AK, guckst du dir an. Verdammten Haselnüsse? Was haben die Mann getan? Hey, hier kann man ja rein. Wow. Da gibt's nix. Das dort sieht interessant aus. Dort möchte ich hin. Pass auf, hier ist ein Loch im Boden, ne? Diese Kisten. Die braucht keine. Hier ist aber das. Hier ist eine mhm. Das ist aber ein richtiger Schotter, ne? Schon. Ja, beschissen ist das Zeug schon. Was man hier so standardmäßig findet. Am besten sind die goldenen Kisten. Wie viel hast du noch? 2 Keys. Ich habe aber nur noch 2. Die hebe ich aber wahrscheinlich erstmal auf. Also die hebe ich erstmal auf. Oh, da hinten ist noch so eine Spezialkiste. Ah, Gelegenheitsziel. Was ist denn... Das Gelegenheitsziel? Das ist hier. Ey, die sind sau schnell. Der eine steckt im Baum jetzt drin.
Ich komme nicht ran, der steckt da drin. Aber man kann ihn abschießen. Ich weiß aber. Hey! Hey. Ich raff überhaupt nicht, was passiert, Mann. Pinkelt dieses Mal aber nicht drauf. Ja. Special Kiste gibt mir Special Waffen. Special grüne Waffen, meinst du? Nahkampf füllt Munition aus. Braucht kein Mensch. Echo, Ding, schon bekannt. Ranzig. Ranzig, sag ich nur. Wie diese Kristalle wohl hallen? Mhm. Okay, die sind auch erledigt. Ich hab eine legendäre Sniper bekommen. Okay. Ich hätte auch gerne eine legendäre Sniper. Gute. Von Zero. Als Nachricht. Ach echt? Oh, dann habe ich die auch gekriegt bestimmt. So schön. Nee, ich hab eine Pistole gekriegt. Eine Schrotflinte gekriegt. Weiß, auch kein Mensch. Die habe ich auch gekriegt. Menschenmörder? Muss man damit schießen? Ja, was denn das? Das ist eine Sniper-Minigun, Sim. Nein, hier. Yo, ist die 3 Schuss auf einmal, oder was? Ich glaube ja. Das steht da zwar nicht, aber. Sieht ein bisschen so aus, weil das so auseinander geht vorne, gell? Warte mal. Da hat keine gescheite Sniper mehr gefunden. Es geht auseinander vorne. Von was ist. Ja, aber die ist. Die ist von Vladov. Da will ich nicht. Ich meine, es war ein Legendary, aber wirklich geil ist sie nicht. Also. Echt nicht? Was macht die für Schaden? 600 oder was? 680 oder so. Ich meine, die greift zwar dreimal an, aber da muss auch alle drei treffen. Die schießt halt nur schnell. Du kannst es dir nicht aussuchen. Scheiße. Wissen Sie, die Sniper von Jacobs? Ich nehme die von Dahl. Vollautomatik, Halbautomatik. Das ist perfekt. Mehr brauchst du nicht. Wir haben die Seite noch nicht gemacht. Ich schätze, du musst diese Lust verscheuchen. Hier ist noch eine ganze Seite voller irgendwas. Voller grauer Felder. Was gibt's hier? Nix. Wofür haben die hier das Energiefeld, wenn du einfach drumherum laufen kannst? Das ist die andere Seite von der Brücke. Wo wir jetzt sind. Liefern die uns das ab? Die sieht aber nicht zerstört aus. War da was? Ich glaub nicht. Nur nicht für dich. Ach shit. Mal den an. Wen? Ich glaube, die sollten nicht so oft explodieren. Ich glaube, das ist der Trick dabei. So, die Prockrate, weil da kommen ja selbst nachdem die schon lange tot sind, kommen ja immer noch Granaten raus. Das kann ja nicht sein. Irgendwas ist nicht ganz richtig. Was da draufsteht, definiert nicht genau, wie viel die eigentlich spalten. Ja, eben. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen zu overpowered, dieser Affix. Weil der. Ja. Vielleicht ist der je stärker oder je höher das Level, umso mehr Granaten kommen raus. Oder eine Granate pro Level oder was? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, dieser Mod ist halt schon ewig Zeiten veraltet, aber trotzdem. Naja, wenn es noch funktioniert, ist er nicht veraltet. Es funktioniert, weil es overpowered ist. Ich sag mal, die haben wahrscheinlich gesagt, für jedes Level, was der Gegner hat, gibt es eine Explosion oder so. Ich sehe, irgendwas habe ich auf der Karte gerade gesehen. Was ist denn das? Funkturm. Ah, Funkturm. Okay. Also sag mal, wenn ich Gegner töte und dann die Granate schmeiße, durch meine ganzen Affixe, die ich dann kriege, wenn ich jemanden töte, erhöht sich natürlich auch der Schaden der Granate. Und gerade dann noch. Komm mal da an dem Dings. Kannst du da was machen? Da.
Achso, ich dachte, du wärst noch da drüben. Dieser Generator, kannst du da irgendwo was drücken? Das ist eine Lampe, das ist kein Generator. Schon eine Lampe. Kannst du da an dem Ding was machen? Nee. Irgendwo müssen wir hier was machen können. Vielleicht kommen wir da auch erst später hoch. Vielleicht müssen wir darüber flüchten oder keine Ahnung. Nee, das ist ja einfach nur der Funkturm. Ja, aber du kommst ja nicht dran. Ja, müssen wir rausfinden, wie oder warum. Ja, weil wir da vielleicht später hinkommen. Oder ist das Ende da? Nee, das Ende. Ja, da ist ja nichts mehr. Das ist eine gute Frage. Wir gehen erstmal hier rüber in das Graue. Dann gucken wir mal. Ich glaube, hier ist das Ende von der Brücke. Das andere. Ja, das habe ich schon gesehen. Und gerade noch rausfinden, wie man hier drüber hinkommt. Ich sehe nur das eine Kabel, was da hinten hinführt, halt. Ich habe einen Weg gefunden. Dann aktivier mal. Oder deaktivier. Da ein bisschen Jump'n'Run machen, wenn er hier kommt. Ich hab viel Zeit mit Banditen verbracht und glaub mir, die Scheiße, die sie verzapfen will. Du hast nicht das Ding jetzt. Danke, dass du sie ab und. Du hast echt nicht das Feld ausgemacht. Nö, da gab's auch einen Knopf, aber. Sicher? Das ist eh nichts so Besonderes, sollte ich das sehen. Oh mein Gott! Boah, Alter, was knapp. Wie macht man das denn aus? Wenn es überhaupt geht, weil wie gesagt, hier gibt es ja nichts Besonderes. Hm. Muss man ja nicht nochmal hin. Wozu auch? So, können wir jetzt endlich mal zur Kamera? Oder haben wir jetzt noch nicht alle Sekunden? Ein einziges Lock fehlt noch. Ja gut, ich meine, wir haben noch ein bisschen. Wie viel schon noch dunkel ist. Ja, da wo wir halt hin müssen jetzt. Ne? Hm. Wir dürfen aber 20 Uhr nicht vergessen, dass wir so kaum Viertel vor 10 vorübergehen. Dann da zwei Stunden durchrennen und dann wieder hierher kommen. Ja. Das wird der Ausgang sein. Das hier haben wir in dem Ding gesehen. Wo wir vorhin waren, wo der Teifen rumschimmelt. Free Devil. Ich brauche keine Munition mehr. Du kämpfst gut. Ich sag's dir, diese Generation von Kammerjägern muss was im Wasser sein. Es gibt einen Fahrstuhl zur Kammer. Ich weiß, wie er funktioniert. Muss wohl an der Granatenmatte liegen. Ja. Oh, da drüben scheint einer zu sein. Den hab ich gesehen. Fuck. Leg ihn in die Hände der Statue. Wie eine Opfergabe. Oh? Achso. Nimm unser Opfer. Ich frage mich nur, wo der andere Kristall ist. Achtung, Oberkommando! Lieutenant Preston, was ist denn das hier?